Heute machen wir Eierpfanne, Protein pur, ach bei Fitness. 5 Eier in einen Topf legen, dann so viel Wasser hinzufügen, bis das Ganze gut bedeckt ist. Zum Schluss noch etwas Salz, jetzt für etwa 7 Minuten köcheln lassen. Danach mit kaltem Wasser abschrecken, nun befreie sie von der Schale und halbiere sie. Die Paprika und die Peperoni klein schneiden und die Tomate in feine Scheiben. Jetzt etwas Öl und etwas Butter in die Pfanne geben, die Paprikas hineinballern, so nach 2 Minuten kommen die Tomatenscheiben. Darauf kommen die Eier, das Ganze mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Würzen und die Petersilie darf nicht fehlen. Zum Schluss noch etwas Schmelzkäse drüber streuen. Jetzt Deckel drauf. Den Herd hatte ich die ganze Zeit auf mittlerer Stufe. Nachdem der Käse geschmolzen ist, wird gegessen. Wie viele Eier kannst du auf einem Schlag verdrücken? Schreib es mir unten in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann mach das Plus weg. Danke.